Ja, vielen Dank für die freundlichen Einleitungsworte und vor allem, das kann ich wahrscheinlich im Namen aller sagen, für die Veranstaltung dieser spannenden Reihe, deren Teil ich sein darf. Vorweg so ein kleiner Befindlichkeitszustand meinerseits. Ich bin so etwas erkältet und hoffe, dass ich den Vortrag durchhalte. Aber gehe jetzt mal fest davon aus. Okay, zur Sache selbst. Bekannt ist der Ausspruch von Max Horkheimer, dass wer vom Kapitalismus nicht reden will, auch vom Faschismus schweigen solle. Die Formel stammt aus dem Aufsatz Die Juden und Europa, den Horkheimer in den ersten Septembertagen des Jahres 1939 fertigstellte. Man kann als Keimzelle der wenige Jahre später gemeinsam mit Adorno verfassten Dialektik der Aufklärung gelten. Formuliert ist damit keine negative Geschichtsteleologie, die eine quasi notwendige Abfolge von Liberalismus hin zum Nationalsozialismus behauptet, sondern die Beobachtung, dass die menschenverachtende Ideologie des Letzteren kein Gegensatz zum Humanismus des Ersteren darstellt. Die totalitäre Ordnung, so Horkheimer, sei, Zitat, nichts anderes als ihre Vorgängerin, die ihre Hemmungen verloren hat. Wie alte Leute zuweilen so böse werden, wie sie im Grunde immer waren, nimmt die Klassengesellschaft am Ende der Epoche die Form der Volksgemeinschaft an. Begriffe wie den der Klassengesellschaft sucht man in der Dialektik der Aufklärung vergebens. Horkheimer und Adorno hatten dort in der endgültigen europäischen Veröffentlichung im Amsterdamer Quirino Verlag aus strategischen Gründen jene Begriffe entfernt. Weniger belastende Formulierungen ersetzen das marxische Vokabular. Es handelt sich dabei aber nicht allein um eine Anpassung der Nomenklatur. Vergleicht man Horkheimers Argumentation in die Juden und Europa mit jener der Dialektik der Aufklärung, so zeigt sich auch eine konzeptuelle Verschiebung. Die Kapitalismuskritik verlängert sich in der Dialektik der Aufklärung, wie von vielen KommentatorInnen kritisch angemerkt, zur Zivilisationskritik. Hier schlägt sich der zunehmende Einfluss der Freudschen Psychoanalyse und vor allem von Freuds 1930 erschienenem Text Das Unbehagen in der Kultur nieder. Ein kurzer Blick in Adornos soziologisches Spätwerk genügt jedoch, um den Verdacht auszuräumen, dass die kritische Theorie nach 1945 vollkommen mit dem Marxismus gebrochen hätte. Im 1968 auf dem 16. Soziologentag gehaltenen Einleitungsvortrag Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft betont Adorno, dass trotz der anhaltenden Steigerung der Produktivkräfte in den 1950er und 60er Jahren sich an den Grundwidersprüchen der Produktionsverhältnisse nichts geändert habe. Der Dynamik technischen Fortschritts stehe ein statisches Grundprinzip gegenüber. Wer nun Ideologien wie den Antisemitismus oder Antiamerikanismus verstehen will, muss diesen Widerspruch von statischen und dynamischen Elementen, dem beschleunigten Wandel des immer Gleichen sozusagen, nachvollziehen. Weder Horkheimer und Adorno noch andere Vertreter deren Generation wie Löwenthaler, Kuhn oder Benjamin haben ihre Gesellschaftstheorie auf das Phänomen des Antiamerikanismus angewendet. Insbesondere die Überlegungen zum Nationalsozialismus und Antisemitismus können gleichwohl, wie ich zeigen will, als Ausgangspunkt einer kritischen Theorie des Antiamerikanismus fungieren. Diese Behauptung ist keineswegs voraussetzungslos. Zum einen fehlt es nämlich der Antiamerikanismusforschung an der intuitiven Plausibilität, auf die Studien zum Antisemitismus vertrauen dürfen, weil Juden im Gegensatz zu Amerikanern eine über Jahrtausende hinweg diskriminierte Minderheit darstellen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die zugrunde liegende Gesellschaftstheorie überhaupt noch aktuell genug ist, um als konzeptueller Ausgangspunkt einer Erklärung des gegenwärtigen Antiamerikanismus zu fungieren. Während diese beiden Probleme eher von außen, also von der sogenannten Scientific Community, an die kritische Theorie des Antiamerikanismus herangetragen werden, diese sich aus Sicht der kritischen Theorie selbst fragen, was sie gewinnen kann,
wenn sie sich mit dem Phänomen des Anti-Amerikanismus auseinandersetzt. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Theorieansätzen ist dies kein randständiges Problem. Verstand sich die kritische Theorie seit Marx ja gerade nicht als allgemeine Theorie, die auf verschiedene gesellschaftliche Gegenstandsbereiche anzuwenden, Zitat sei, sondern als Theorie der Gesellschaft im Singular. Das Scheitern anti-amerikanischer Ressentiments theorieimmanent zu erklären, würde somit entweder die Theorie oder das Phänomen, das sie erklären will, grundlegend in Frage stellen. Deshalb werde ich, nachdem die ersten Zweifel ausgeräumt sind, einerseits also die innere Verwandtschaft von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus expliziert ist und andererseits die gesellschaftstheoretischen Annahmen aktualisiert wurden, die Konsequenzen einer kritischen Theorie des Anti-Amerikanismus für die Gesellschaftstheorie selbst diskutieren. Denn für den Anti-Amerikanismus gilt, ebenso wie für den Antisemitismus, nicht nur muss ich über ihn schweigen, wenn ich über den Kapitalismus reden will, sondern gleichermaßen kann den Kapitalismus nur verstehen, wer sich dessen ideologischer Plausibilisierungssemantiken bewusst ist. Insbesondere dem Anti-Amerikanismus und Antisemitismus kommen dabei wichtige ideologische Funktionen zu, da sie erstens eine Pseudo-Erklärung kapitalistischer Vergesellschaftung anbieten und zweitens eine Projektionsfläche für das aus der Triebversagung entspringende Unbehagen zur Verfügung stellen. Es sind im Wesentlichen diese beiden Funktionen, Rationalisierung und Projektion, die ich in den folgenden ca. 30 Minuten herleiten und erläutern will. Beginnen wir bei einer nachvollziehbaren, weil historiografisch gesicherten Beobachtung. Der Anti-Amerikanismus des 18., 19. und 20. Jahrhunderts stellt eine Reaktion auf den sozialen Wandel in Europa dar, der in den Geistes- und Sozialwissenschaften allgemein mit dem Begriff der Moderne bezeichnet wird. Exemplarisch für die Vielzahl der Studien über die Geschichte des Anti-Amerikanismus sei hier ein etwas ausführlicheres Zitat aus dem Vorwort zu Dan Dinas Feindbild Amerika angeführt. Dina schreibt dort: Bei aller Unterschiedlichkeit der Embleme und Metaphern des anti-amerikanischen Sentiments ist ein Element jedenfalls von durchgängiger Beständigkeit. Das Element einer ambivalenten, vornehmlich aber feindseligen, durch Angst bestimmten Reaktion auf die Moderne. Schließlich gilt die amerikanische Moderne als die modernste aller möglichen Varianten. Und weil sie, in welcher Ausformung auch immer, zur Zukunft aller zu werden droht, neigen Traditionsgesellschaften unterschiedlicher Provenience dazu, auf die allgegenwärtigen Phänomene der Moderne in Gestalt eben jenes anti-amerikanischen Ressentiments zu reagieren. Ein offensichtliches Paradoxon stellt sich her: Widerständige Reaktionen auf Zeichen einer inkriminierten Zeit der Moderne konvertieren in die Male eines denunzierten Ortes Amerika. Soweit also Dina. Und die Quintessenz dessen ist also, dass im Wesentlichen der Anti-Amerikanismus, wie übrigens auch der Philo-Amerikanismus, ein spezifisches, modernes Phänomen sind, das aus den gesellschaftlichen Umbrüchen des 18. und 19. Jahrhunderts erwächst. Diese Diagnose soll nun als Ausgangspunkt dienen. Allein, was sich hinter dem Topos gesellschaftliche Umbrüche verbirgt, muss an dieser Stelle noch sehr vage bleiben und bleibt auch bei Dina verhältnismäßig blass. Zu präzisieren ist nun zum einen, was unter dem Begriff der Moderne bzw. Spätmoderne, aktualisieren wir das Ganze für die aktuelle Situation, zu verstehen ist. Zum anderen ist zu klären, welcher Mechanismus dem erwähnten Zusammenhang zwischen Moderne und Anti-Amerikanismus zugrunde liegt. Beginnen wir mit der Bestimmung der Begriffe Moderne bzw. Spätmoderne. Die kritische Theorie von Marx über Lukács bis zum späten Adorno hat bekanntermaßen die Moderne als Epoche verstanden, in der sich die Warenform bzw. das Tauschprinzip, wie es bei Adorno genannt wird, allgemein durchsetzt. Und diese, Zitat, gesellschaftliche Totalität, die Individuen bis in die Tiefen des Unbewussten hinein verfolgt, ihre Selbst- und Weltverhältnisse fundamental umformt.
würde man im heutigen Soziologendeutsch sagen. Der diesen Zugang zugrunde liegenden Primatökonomie gilt aber inzwischen nicht mehr als opportun. Und viele Vertreter der heutigen akademischen kritischen Theorie haben sich explizit von ihm verabschiedet. So hat zum Beispiel Hartmut Rosa in seiner Theorie der Beschleunigung zwar zeigen können, dass den Subjekten zunehmend gesellschaftlicher Wandel als zweite Natur erscheint, die sich der Verfügungsgewalt der Menschen entzieht. Warum aber dieser Eindruck entsteht, kann Rosa nicht erklären. Da die ökonomische Desorganisation auf eine und dieselbe Ebene mit kulturellen und politischen Krisenphänomenen stellt. Meiner Meinung nach gibt es nun gute Gründe dafür, die Ökonomie auch im 21. Jahrhundert nicht einfach als ein Teilsystem unter anderem einzuordnen, sondern deren besondere Bedeutung für eine kritische Gesellschaftstheorie herauszustellen. In der aktuellen historischen Situation offenbart sich vielleicht deutlicher als in den Jahrzehnten davor, dass menschenfeindliche Ressentiments nicht diskurstheoretisch aufgelöst werden können, wie dies der Postmarxismus tut. Die jüngsten Erfolge des Antisemitismus, Anti-Amerikanismus, Dschihadismus und des ideologisch fragmentierten Populismus von Trump, Wagenknecht und Co. müssen so lange Rätsel bleiben, bis man sich die Frage stellt, in welchem Verhältnis sie zu den permanenten Krisen der globalen Ökonomie stehen. Dass dieser Komplex für die Sozialwissenschaften überhaupt so schwer einsehbar ist, liegt darin begründet, dass die dem Kapitalismus zugrunde liegenden Herrschaftsbeziehungen nicht offenkundig sind. Im Gegensatz zu direkten Herrscher-Führer-Epochen erscheint das Verhältnis zwischen den Tauschenden, zwischen den sogenannten Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf freiwilligen Verträgen zu beruhen. Erst die Analyse der Produktionsverhältnisse offenbart den Haken jenes äquivalenten Tauschs von Lohn gegen Arbeit. Durch den Verkauf der Ware Arbeitskraft gibt die Arbeitnehmerin die Verfügungsgewalt über ihre gesamte Person ab. Hirnmuskeln nervt, die am Arbeitsplatz eingesetzt werden, sind die gleichen wie jene, die im dreiwöchigen Jahresurlaub reproduziert werden. Die Arbeit gilt heute mehr denn je als Privatsache, weil sie scheinbar der Verfügungsgewalt der Individuen untersteht, dass die Freiheit besitzt, Arbeitsverträge zu unterschreiben. Marx hat gezeigt, dass es sich bei dieser Freiheit um eine Formalie, gewissermaßen um ein zynisches Wortspiel handelt. Erstens basiert das Arbeitsverhältnis natürlich nur scheinbar auf einer freiwilligen Vereinbarung, denn wer nicht arbeitet, wird zwar essen dürfen, nicht aber vollwertiges Mitglied der Volkswirtschaft sein. Zweitens besitzt eine Ware nur dann Wert, bringt also auch nur dann Lohn, wenn die in ihr verausgabte Arbeitskraft Dinge und Dienstleistungen produziert, die für andere nützlich sind. Die individuelle Kontrolle über die eigene Arbeit ist laut Marx schon allein deshalb ideologischer Schein, weil Arbeit im Kapitalismus immer nur als wertproduzierende Geltung besitzt und der Wert wiederum per se eine gesellschaftliche Kategorie ist. Es gibt keine individuellen Werte. Sowohl die Geltung der Gleichheitsnorm des Äquivalententauschs als auch der private Charakter der Arbeit sind aber nicht einfach Fehlinterpretationen von ökonomischen Laien. Aus Sicht der Zirkulationslehre, also des Tausches auf dem Markt, entsprechen sie den Fakten. Erst durch den Blick in die Produktionssphäre stellen sie sich als falsch heraus. Nicht logisch falsch, sondern ethisch falsch. Als Betrug am Arbeitskraftbesitzenden. Ohne das Instrumentarium der Kritik der politischen Ökonomie scheint jener Betrug einer, der sich in der Zirkulationssphäre abspielen muss. Er kann nur List, Mauschelei oder Spekulation sein. Horkheimer, Adorno und Löwenthal haben diesen Zusammenhang in den Elementen des Antisemitismus deutlich benannt. Dort heißt es, jetzt folgt wieder ein etwas längeres Zitat, der bürgerliche Antisemitismus hat einen spezifischen ökonomischen Grund. Die Verkleidung der Herrschaft in Produktion. Die produktive Arbeit des Kapitalisten, aber seinen Profit mit dem Unternehmerlohn wie im Liberalismus und dem Direktorengehalt wie heute rechtfertigte, war die Ideologie, die das Wesen des Arbeitsvertrags und die raffende Natur des Wirtschaftssystems überhaupt zudeckte. Darum schreibt man, haltet den Dieb und zeigt auf den Juden.
Er ist in der Tat der Sündenbock nicht bloß für einzelne Manöver und Machinationen, sondern in dem umfassenden Sinn, dass ihm das ökonomische Unrecht der ganzen Klasse aufgebürdet wird. Im Verhältnis des Lohns zu den Preisen erst drückt sich aus, was den Arbeitern vorenthalten wird. Mit ihrem Lohn nahmen sie zugleich das Prinzip der Entlohnung an. Der Kaufmann präsentiert ihnen den Wechsel, den sie dem Fabrikanten unterschrieben haben. Jener ist der Gerichtsvollzieher für das ganze System und nimmt das Odium für die anderen auf sich. Die Verantwortlichkeit der Zirkulationssphäre für die Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein. So viel also Horkheimer, Adorno und Löwenthal, der diesen Teil der Dialektik der Aufklärung Co. Editierte, zum Zusammenhang von Kapitalismus und Antisemitismus. In einem ähnlichen Sinne lässt sich das Ressentiment gegen die Krämernation, Zitat von Werner Sombart, Amerika als eine dem Schein der Zirkulationssphäre verfallene Ideologie beschreiben. Wenn die IG Metall zum Beispiel gegen die amerikanischen Spekulanten hetzt, so drückt sich darin die Ignoranz gegenüber einem Ausbeutungsverhältnis aus, das immer nur so lange gerecht erscheint, bis die Dynamik des Marktes Massenentlassungen fordert. Diese müssen dann notwendigerweise einer fremden Macht zugeschrieben werden, weil sich deutsche Arbeitgeber und Arbeitnehmer scheinbar fair verhalten und das Grundprinzip Waren produzierender Arbeit selbst nicht zur Debatte steht. Die Identifikation von Zirkulationssphäre und Juden bzw. Amerikanern ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit. Moshe Postone hat in seinem Aufsatz Nationalsozialismus und Antisemitismus darauf hingewiesen, dass es nicht nur die Zirkulationssphäre, sondern der Kapitalismus als Ganzer ist, der mit den Juden gleichgesetzt wird. Dies setzt voraus, dass sie dem Verwertungsprozess immanente Dialektik von Abstraktem und Konkretem einseitig aufgelöst wird. Die abstrakten Momente, Wert, Geld und Finanzkapital, werden mit den Juden in Verbindung gebracht. Die konkreten Momente, Gebrauchswert, Ware, Industriekapital, mit der Volksgemeinschaft. Als kapitalistisch denunziert wird aber nur die abstrakte Seite, die konkrete Seite der Dichotomie wird romantisch verklärt. Ich möchte diesen Gedanken nun einerseits aktualisieren und andererseits auf das Phänomen des Anti-Amerikanismus beziehen. Die Aktualisierung liefert Postone gewissermaßen selbst in seinem 1996 erschienenen Opus Magnum Time, Labor and Social Domination, in Deutschland im Sayra Verlag erschienen, wo er eine Interpretation der marxischen Kritik der politischen Ökonomie liefert, die insbesondere den Aspekt der Zeitlichkeit in den Mittelpunkt rückt. Das ist deshalb recht interessant, da die aktuelle akademische kritische Theorie aus Jena, insbesondere teilweise auch aus Frankfurt, und in dem Fall konkret Hartmut Rosa, die temporalen Strukturen des Kapitalismus ebenfalls in den Mittelpunkt gerückt haben und bei Rosa auch das Kriterium abliefern, um die Spätmoderne zu bestimmen. Bei Rosa selbst findet sich dann aber eine, wie schon angedeutet, Leerstelle, da er die Ökonomie als Teilbereich behandelt, unter anderem, und dementsprechend unklar bleibt, warum der soziale Wandel, den er ebenfalls mit Marx als zweite Natur bezeichnet, aber weitaus eklektischer mit Marx umgeht als Postone. Mit Postone könnte man jetzt also sagen, sozialer Wandel im Besonderen und Zeit im Allgemeinen treten den Menschen deshalb als Naturgewalten gegenüber, weil der Wert, die Basiskategorie kapitalistischen Vergesellschaftung, temporalen Charakter besitzt. Er bestimmt sich bei Marx aus der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeitszeit. Um den realisierten Wert zu vergrößern, muss im Vergleich zur Konkurrenz effektiver, und das heißt, es müssen mehr Waren in kürzerer Zeit produziert werden.
Dies wird durch beständige Produktivkraftsteigerungen erreicht. Die entsprechenden technischen Innovationen machen die phänomenologische Ebene der Modernisierung aus. Nicht nur die Produktion der Waren, auch diese produzierten und konsumierten Subjekte werden mobiler und flexibler. Dieser gesellschaftliche Fortschritt scheint jedoch subjektiv nicht wirklich kontrollierbar. Die Kritik der politischen Ökonomie erkennt den Grund dafür in der Verselbstständigung des Wertgesetzes, dass das anonyme Macht den Lauf der Geschichte bestimmt. Sozialer Wandel besitzt dementsprechend, wie die Ware selbst, konkrete und abstrakte Momente. Er erscheint paradox, einerseits Produkt des Menschen, andererseits Resultat eines der bewussten Kontrolle entzogenen Naturgesetzes. Der Anti-Amerikanismus hebt nun diesen Widerspruch auf, indem er die abstrakte Seite der Dichotomie in Beziehung zur konkreten Seite setzt. Genauer gesagt wird die abstrakte Seite aufgelöst, indem sie konkretisiert wird. Aus Kapitalismus, Globalisierung, Modernisierung wird Amerikanisierung. Zwei Formen der Konkretisierung können dabei unterschieden werden, die Personifizierung und die Lokalisierung. Bei der Personifizierung werden Amerikaner und Amerikanerinnen für die negativen Seiten des sozialen Wandels verantwortlich gemacht. Amerikanische PolitikerInnen, ManagerInnen oder FilmproduzentInnen für die Schuld an Krieg, sozialer Ungleichheit oder an kulturellen Verfall gegeben. Dies geht mit einer Lokalisierung der Ursachen einher. Washington, Wall Street und Hollywood sind dann mehr als geografische Orte, sie besitzen ikonografische Bedeutung. In ihnen verdichtet sich die politische, ökonomische und kulturelle Moderne, genauer gesagt die negativen Seiten dieser Moderne. Personifizierung und Lokalisierung sind Teilmechanismen dessen, was man in der Psychologie Rationalisierung nennt. Durch die Konkretisierung abstrakter Prozesse werden diese verstehbar, ihre Ursachen scheinen im intentionalen Handeln einer bestimmten Gruppe gefunden. In diesem Sinne handelt es sich beim Anti-Amerikanismus um eine Art Pseudo-Gesellschaftstheorie oder Soziologie der Intuition. Seine Erklärung des Sozialen identifiziert eine konkrete Personengruppe und die Orte, an denen man diese Gruppe antrifft. Diese Rationalisierung des sozialen Wandels ist die erste der beiden Kernfunktionen des Anti-Amerikanismus. Um die zweite Funktion herzuleiten, werde ich die Bedeutung der Psychoanalyse für die kritische Theorie geltend machen. Denn bei Marx werden die Konsequenzen des Arbeitsprozesses für die Subjektkonstitution noch angedeutet. So heißt es zum Beispiel im Kapitel zur Produktion des absoluten Mehrwerts im Kapital: Der Mensch tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber, die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Diese eigene Natur des Menschen wandelt sich im Laufe der Zivilisation aber radikaler, als Marx zum Zeitpunkt der Niederschrift des Kapitals ahnen konnte. Erst mit dem konzeptuellen Arsenal von Max Webers Rationalisierungstheorie und Sigmund Freuds Psychoanalyse ließen sich die Folgen der Naturbeherrschung für die Individuation näher bestimmen. Das Potenzial jener Erkenntnisse für die kritische Theorie realisiert sich zum ersten Mal im vollen Umfang in der bereits genannten Dialektik der Aufklärung, wo unter anderem anhand des Odysseus-Mythos die Verschlungenheit von äußerer und innerer Naturbeherrschung geschildert wird. Odysseus, der den Naturbestien und Versuchungen trotzt, indem er die Waffen der Vernunft und List einsetzt und seine unmittelbaren Affekte unterdrückt, wird zum Urbild des modernen Subjekts, das sich selbst gewinnt, indem es seine innere Natur verleugnet. Das neuzeitliche Pendant des Odysseus gibt Benjamin Franklin ab, dessen Tagebuch Max Weber als Anschauungsmaterial jener systematischen und asketischen Lebensführung dient, die die Voraussetzung für die Durchsetzung des Kapitalismus gewesen sei. Die protestantischen, genauer gesagt kalvinistischen Tugenden der Selbstbeherrschung bilden laut Weber den Kern des, Zitat, kapitalistischen Geistes.
Das heißt, die ideelle Voraussetzung dafür, dass Gewinne nicht aufgezehrt, sondern reinvestiert, also überhaupt erst zu Kapital werden können. Freud geht bekanntermaßen einen Schritt weiter. Selbstbeherrschung bzw. Triebkontrolle gilt Freud nicht nur als Bedingung des ökonomischen Erfolgs, sondern der Zivilisation als solcher. Gleichzeitig führt die Unterdrückung bzw. Sublimierung hedonistischer Selbstanteile aber auch zu dem, was Freud Unbehagen in der Kultur genannt hat. Demzufolge sei Triebkontrolle zwar notwendig für jedwede soziale Ordnung, für das einzelne Subjekt ist sie jedoch auch immer schmerzhaft, weil mit Verzicht verbunden. Die kritische Theorie hat aus Freuds Unbehagen in der Kultur ideologiekritische Konsequenzen gezogen. Angesichts des nationalsozialistischen Massenmords war Horkheimer und Adorno die Fragilität zivilisatorischer Errungenschaften nur allzu deutlich vor Augen getreten. Der psychologische Kern des Antisemitismus liegt ihrer Meinung nach in der sogenannten pathischen Projektion eigener verleugnender Triebansprüche. Es handelt sich dabei, Zitat, um Regungen, die vom Subjekt als dessen eigen nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind. Diese werden dem Objekt zugeschrieben, dem prospektiven Opfer. Die Juden stehen im Bild des Antisemiten für jene Freiheiten, die der Antisemit sich selbst und seiner Biergruppe verbietet. Wieder Zitat, Glück ohne Macht, Lohn ohne Arbeit, Heimat ohne Grenzstein, Religion ohne Mythos. Auch in diesem Fall ähnelt das Antisemitische dem antiamerikanischen Ressentiment, wenngleich bei letzterem das Moment gewaltförmiger Triebabfuhr sicher weitaus weniger präsent ist, als dies im deutschen Antisemitismus von 1945 der Fall war. Projektiv ist der Antiamerikanismus nichtsdestotrotz. Bereits ein Blick in die Geschichte des Antiamerikanismus genügt, um zu zeigen, dass anfangs die Abscheu gegenüber dem Amerikanischen noch unmittelbar an dessen positive Überhöhung geknüpft war. Amerika galt den einen als irdisches Paradies und den anderen als Ort der absoluten Entmenschlichung. Die Psychoanalyse weist in dieser ambivalenten Grundhaltung die Ursache für die Verkehrung von Liebe in Hass. Nikolaus Lenau gibt hier ein eindrückliches Beispiel. Entfacht von Gottfried Dudens Reisebeschreibungen beschloss Lenau 1832 nach Amerika zu emigrieren und sein Glück auf dem neuen Kontinent zu suchen. Bereits ein Jahr später, enttäuscht und gescheitert, kehrte Lenau nach Europa dann zurück und bildete sodann die Vorlage für eines der einflussreichsten Dokumente des Antiamerikanismus, nämlich für Ferdinand Kürnbergers 1855 veröffentlichten Roman Der Amerikamüde. Und bis heute lässt sich die emotional aufgeladene antiamerikanische Rhetorik nicht wirklich verstehen, wenn man sich nicht die Strahlkraft des amerikanischen Glücksversprechens vor Augen führt. Gewissermaßen offenbart der Blick in die Urgeschichte des Phänomens dessen inneren Kern. Die Anziehungskraft der neuen Welt im 18. und 19. Jahrhundert speiste sich vor allem aus der Hoffnung auf Unversehrtheit und ökonomische Sicherheit. Amerika versprach Schutz vor den alten Mächten Kontinentaleuropas. Letzteren musste jenes daher wohl zwangsläufig als geopolitische Bedrohung erschienen sein, lange bevor die USA wirklich in die Weltpolitik eingriffen. Der europäische Antiamerikanismus des 19. Jahrhunderts entstand somit aus einer Melange der Enttäuschung der Amerika-Heimkehrer und der intuitiven Abwehr der bedrohten europäischen Aristokratie. Fast interessanter für den projektiven Gehalt des Ressentiments ist aber eine noch frühere Epoche und auch weitaus unbekanntere Epoche, muss man sagen, nämlich die Diskussion innerhalb des europäischen Naturalismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Insbesondere die Namen Cornelius de Pau und Comte de Buffon sind in diesem Zusammenhang von Relevanz. Beide irritierte vor allem die vorgebliche Naturhaftigkeit der Amerikaner. Nicht nur Flora und Fauna, auch die in Amerika sesshaft gewordenen europäischen Einwanderer schienen ihnen zu, Zitat, degenerieren. Also Degeneration war das, also war die Leitsemantik des europäischen Naturalismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Bezug auf Amerika.
Der Mensch, so der Paul, wird in Amerika wieder zum Tier. Dieser früheste Anti-Amerikanismus tritt als aufklärerische Intervention auf, die mahnend und auf Amerika zeigend vor einem Rückfall in die Barbarei warnt. Der Vorwurf des Barbarismus findet sich bis heute im Reservoir anti-amerikanischer Ressentiments und wird ergänzt von Stereotypen wie Vulgarität, Materialismus, Egoismus und Oberflächlichkeit. All diese Zuschreibungen haben eines gemeinsam. Sie verweisen auf prinzipiell lustvolle, jedoch in den bildungsbürgerlichen Schichten, vor allem bildungsbürgerlichen Schichten, tabuisierte Attribute. Das Assoziationsfeld des Materialismus umfasst Aspekte wie zur Schau gestellten Reichtum und Konsum, dasjenige des Egoismus, Macht und Omnipotenz. Die Semantik des Begriffs der Oberflächlichkeit deutet auf sensualistische Weltverhältnisse hin. Auch hier steht der Genussaspekt im Mittelpunkt. Die Vorwürfe der Vulgarität und des Barbarismus verweisen schließlich am offenkundigsten auf die zivilisatorisch unter Kontrolle gebrachte innere Natur, nämlich auf den Sexual- und Aggressionstrieb. Die USA und ihre Einwohnerinnen bieten mithin die ideale Projektionsfläche für die verleugneten Selbstanteile des spätmodernen unternehmerischen Selbst. Ähnlich wie Weber's Unternehmer versagt dieses sich die Verschwendung, die Unproduktivität, den Müßiggang. In den egoistischen, materialistischen und oberflächlichen Amerikanerinnen erkennt es seine niederen Instinkte, die es mit aller Kraft zu verschleiern bemüht ist. Obwohl der Anti-Amerikanismus spätestens seit 2001 ein Massenphänomen geworden ist, bleibt er schließlich im Kern immer noch das, was er über Jahrhunderte gewesen ist. Ein elitärer Standesdünkel. Die zwanghafte Betonung der eigenen Kultiviertheit plaudert dabei die Angst vor der eigenen Bestialität, vor der stumm geschalteten inneren Natur aus. Den Blick auf Amerika gerichtet, beruhigt sich selbst der hetzende Rassist, dass sein Vorurteil immerhin edel sei. Denn so roh und barbarisch wie die Amerikaner werden die Europäer nimmermehr. Die Projektion verleugneter Selbstanteile sowie die Rationalisierung sozialen Wandels sind meines Erachtens die beiden Basisfunktionen des anti-amerikanischen Ressentiments. Es erwächst aus der Ohnmachterfahrung und Selbstzurichtung moderner Vergesellschaftung. Das heißt nicht, dass hier ein deterministischer Zusammenhang vorliegt. Den Individuen steht es natürlich frei, ihre Ressentiments selbst zu wählen. Aber das anti-amerikanische Ressentiment liegt nahe. Es ist intuitiv glaubhaft. Das macht es so schwer, über den Anti-Amerikanismus aufzuklären. Ihn wirklich zu verstehen, setzt voraus, nach der Grundkonstitution der Moderne bzw. Spätmoderne zu fragen. Wer vom Kapitalismus nicht reden will, muss auch vom Anti-Amerikanismus schweigen. Umgekehrt bleibt auch die kritische Theorie von der Analyse des Anti-Amerikanismus nicht unberührt. Denn der Anti-Amerikanismus bietet eine Art Zerrbild von Gesellschaftstheorie, das nicht einfach falsch ist, sondern indexikalisch auf Wahres verweist. Der Hass auf das vermeintliche Glück der anderen kann als Entwurf einer negativen Utopie gelten. Die Hoffnung auf Versöhnung verkehrt sich in das Ressentiment gegen die scheinbar bereits Versöhnten. Wenn der Anti-Amerikanismus wie auch der Antisemitismus zugleich die Naturhaftigkeit und Hypermodernität seiner Projektionsobjekte kritisiert, so zeichnet sich darin eine Vorstellung ab, in der Natur und Zivilisation keine Gegensätze sind, sondern die Versöhnung von Subjekt und Natur einerseits und Subjekt und Gesellschaft andererseits erreicht wäre. Da heute von den sozialen und Geisteswissenschaften mehrheitlich entweder alle Natur in Gesellschaft oder alle Gesellschaft in Natur aufgelöst wird und damit die alltägliche Erfahrung der Ohnmacht vor den biologischen und gesellschaftlichen Naturgesetzen perpetuiert und reproduziert wird, ist es Aufgabe der kritischen Theorie zu zeigen, dass diese Ohnmacht zwar real, aber nicht Schicksal ist. Der Anti-Amerikanismus erinnert sich hierbei daran, dass ohne das Brennglas der Utopie, selbst wenn sie als Dystopie intendiert ist, das Falsche nicht entziffert werden kann. Ich möchte nun abschließend
noch ein paar Worte zur Zukunft des Antiamerikanismus verlieren. Momentan scheint sich ja die Frage aufzudrängen, wie insbesondere der rechte Antiamerikanismus mit dem Wahlerfolg Trumps umgehen wird. Wird ihm der Wind aus den Segeln genommen und wird damit auch der traditionsreiche Zusammenhang von Antisemitismus und Antiamerikanismus geschwächt? Obwohl nicht auszuschließen ist, dass es hier einige Verschiebungen geben wird, deutet vieles auf die Stabilität des antiamerikanischen Ressentiments auch unter Trump hin. Die historische Kontinuität des Antiamerikanismus ist ziemlich beeindruckend und bisher hat er so einige Präsidentschaften überstanden. Einen recht aussagekräftigen Testdurchlauf gibt diesbezüglich die Präsidentschaft Obamas ab. Auch damals fragte man sich, ob nun ein Rückgang, in diesem Fall vor allem des linken Antiamerikanismus, zu erwarten sei. Oberflächlich ist dies auch tatsächlich eingetreten. Die Sympathiewerte gegenüber den USA verbesserten sich zunächst deutlich. Zum einen ist dies jedoch auf den sehr hohen Ausgangswert, den Bush Jr. seinem Nachfolger hinterließ, zurückzuführen. Auf der anderen Seite verlagert sich der Diskurs teilweise nun weg vom politischen hin zum ökonomischen. Wichtig ist in solchen Fällen die rhetorische Figur der Ausnahme. Obama, so hieß es eigentlich, was seine Politik anbetrifft, Europäer. Den Amerikaner an sich konnte man weiterhin so kleingeistig finden wie seit eh und je. Im Fall Trump ist nur meiner Meinung nach wohl Ähnliches zu erwarten, zumal Trump selbst ideologisch inkonsistent zu sein scheint. Das von der europäischen neuen Rechten gefeierte rechtsradikale Alt-Right-Movement des neuen Chefstrategen im Weißen Haus Steve Bannon wiederum kann relativ unkontrovers als europäischer Export proklamiert werden. Seine ideengeschichtlichen Spuren führen, wie Volker Weiß jüngst zeigte, in den europäischen Katholizismus, worauf seine Mitglieder auch durchaus stolz sind, also die Mitglieder von Alt-Right. Im Grunde besteht die Anschlussfähigkeit von Alt-Right für die europäische neue Rechte auch gerade in seiner Kritik am Washington Establishment. Der Hauptgrund aber, warum der Antiamerikanismus von rechts auch unter Trump nicht einfach verschwinden wird, liegt in dessen sich abzeichnender Nahostpolitik begründet. Sowohl die mehrfach kommunizierte unerschütterliche Solidarität mit Israel als auch die Kritik am iranischen Atomprogramm dürften extrem bittere Pillen für die aktuellen Apologeten Trumps darstellen. Den meisten Verschwörungstheoretikerinnen werden sie über kurz oder lang das Legitimationsnarrativ liefern, um einmal mehr den vorgeblich jüdischen Einfluss in Amerika offenzulegen. Ein erstes Beispiel liefert diesbezüglich bereits der Umgang mit Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, der von den deutschen Medien mehrheitlich als Souffleur und Strippenzieher von Trumps Kabinett bebildert wird. Kushner selbst ist Jude. Eine wirklich qualitativ neue Form des Antiamerikanismus ist allerdings eher von links zu erwarten. Die legitime Kritik an Trumps Sexismus und Rassismus wird wohl den argumentativen Ausgangspunkt bilden, die eigenen antiamerikanischen Ressentiments noch offener zu äußern und vor allem den bisher diskursiven und einigermaßen eingehegten Antizionismus endgültig salonfähig zu machen. Die vor allem in der antiimperialistischen Linken vorzufindende Logik, dass der Staat Israel schon allein deshalb illegitim sei, weil er amerikanischen Interessen diene, könnte schon bald zum Allgemeinplatz werden. So dürfte die dramatische Verschiebung der Kräfteverhältnisse in Washington für den Großteil der amerikanischen Bevölkerung ohnehin eine als albtraumhaft empfundene Erfahrung sich in Europa, gebrochen durch die Linse des hiesigen Antiamerikanismus, schon bald negativ bemerkbar machen. Begegnen lässt sich dem nur mit einer Analyse der Gründe für den Erfolg von Trump auf der einen Seite und des europäischen Antiamerikanismus auf der anderen. Für die kritische Theorie sind dies freilich zwei Aspekte des gleichen Problems. Dankeschön.